meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner Abendroutine. Ich werde euch heute zeigen, was ich abends so mache. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich mache abends meistens die Wäsche und die Spülmaschine und dazu mache ich mir ein bisschen Musik an. Und was auch immer ganz wichtig ist, ich zünde mir eine Kerze an. In dem Fall brennt sie schon. Dann geht's für mich in den Flur, denn ich habe Wäsche getrocknet. Meistens sortiere ich mir dann die Wäsche auf der Couch und lege sie dann gefaltet in den Korb und räume das Ganze in die Schränke ein. Tinky hilft mir natürlich auch immer, wenn ich die Wäsche mache, ne? Wie ihr seht. Und dann geht's aber auch schon weiter. Noch können wir nicht faulenzen. Und zwar mit der Spülmaschine. Das heißt einmal ausräumen und einmal einräumen. Nachdem ich die Spülmaschine eingeräumt habe, putze ich dann immer noch die Küche ein bisschen durch. Und wie ihr seht, ist Tinky auch immer dabei, ihre Spielzeuge sind immer dabei. Also selbst beim Putzen versuchst du mitzuwirken, ne? Die Küche ist jetzt soweit sauber und wie ihr seht, steht hier eine Schüssel. Und da ist Tinkys Futter drin, das werde ich ihr gleich noch zubereiten. Heute gibt es Hirsch. Der Gemüsemix sieht so aus. Hier sind Karotten mit drin, Erbsen und rote Beete. Hier ist auch nochmal alles aufgedruckt. Und da nehme ich mir immer so ein bisschen Gemüse raus. Ich lasse das jetzt erstmal so 5 bis 10 Minuten durchziehen, dann sind die Flocken auch wirklich durch. Gemüse könnt ihr natürlich auch frisch machen, genauso wie Obst, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Baby, hast du Hunger? Ja, komm. Tinky ist jetzt versorgt und hat ihr Futter. Ich werde heute nur was Kleines essen und zwar die Reste von heute Mittag. Nachdem ich gegessen habe, setze ich mich für eine halbe Stunde nochmal an das Piano. Also das mache ich erst seit neuestem so, denn wir haben das noch nicht allzu lang. Fertig mit dem Üben und jetzt geht's mit Tinkerbell runter, denn danach ziehen wir uns um und chillen uns auf die Couch. Ja, komm Gassi. Komm. Tinky hat abends nie Bock Gassi zu gehen, weil sie einfach nur chillen will, ne? Ich werde mir jetzt erstmal was Bequemes anziehen. Jetzt kann der Abend beginnen. Kuschelige Hosen habe ich an und die Kerze brennt auch. Und wir werden uns jetzt ein bisschen den Fernseher machen. Ganz gemütlich auf die Couch legen.
Wenn wir dann abends auf der Couch kuscheln, dann streichle ich Tinky natürlich. Und sie bringt auch öfter mal Spielzeuge, also dass sie dann noch ein bisschen spielen will. Meistens beantworte ich auch abends eure Kommentare. Oder besser gesagt, je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber meistens mache ich es dann abends. Wir liegen noch immer auf der Couch, aber gleich geht es dann auch ab ins Bett. Bevor ich jetzt gleich ins Bad gehe, räume ich hier nochmal so ein bisschen auf, damit morgen alles soweit ordentlich ist. Als erstes mache ich mir immer die Haare zusammen. Dafür benutze ich meinen Tangle Teaser. Habt ihr auch schon öfter gesehen. Wenn ich die grobe Schminke entfernt habe, nehme ich mir noch ein Tuch, um nochmal die restlichen Rückstände zu entfernen. Tinky ist natürlich auch immer mit im Bad, mit ihren Spielzeugen. Wie ihr wisst, ist sie ja immer da, wo ich bin. Ich dusche mich abends immer ab. Haare waschen tue ich nur alle 2 Tage. Deshalb liegt hier kein Shampoo. Ich werde mir jetzt mein Gesicht waschen, aber vorher wasche ich mir immer die Hände. Das kennt ihr vielleicht schon aus meiner Morgenroutine. Für mein Gesicht benutze ich dieses Waschgel. Das habe ich bei Lidl gekauft. Ist ziemlich günstig und sehr gut. Da braucht ihr auch gar nicht viel, weil es sehr ergiebig ist. Nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe, geht es dann auch schon ans Zähneputzen. Ich benutze abends immer Deo. Wenn man sich das abends aufsprüht, kann es die volle Wirkung entwickeln. Also nur so als kleiner Tipp. Ich benutze abends noch mein Revitalash Wimpernserum. Das streicht man einfach wie so ein Eyeliner auf. Oder besser gesagt, gibt man das wie ein Eyeliner auf. Und dadurch sind meine Wimpern so schön lang geworden. Dann benutze ich noch immer mein Eos Balm. Einfach weil meine Lippen immer so eingerissen sind. Aktuell benutze ich keine Creme oder so. Und jetzt geht's ins Bett. Komm. Ja, komm. Das war meine Abendroutine. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefällt und ich freue mich sehr auf euer Feedback. Tinkerbell und ich wünschen euch eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Wir haben euch lieb. Ciao.